Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing beim Kleinkrieger. Ich bin heute hier live auf der Erlebniswelt Modellbaumesse in Erfurt. Deswegen, wenn es ein bisschen laut ist, tut es mir leid. Zur Not werden wir es natürlich nachvertonen. Ja, mein Paket ist gekommen von Warlord mit den neuen Boromiten-Einheiten und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, was da so drin ist. Also schauen wir uns das mal genauer an. So, hier haben wir nun das erste gute Stück. Die liebe Brutmutter. Ich habe ewig lange drauf gewartet, bis es bei den deutschen Händlern endlich angekommen ist. Jetzt ist es da und ich habe es endlich. Ja, gucken wir uns mal die Box von vorne, haben wir sie schon gesehen. Von hinten ist sie nochmal drauf mit den Waffenoptionen. Klassisch ein bisschen Blabla, was drin ist. Die Box ist leider sehr, sehr dünn. Man sieht es ja auch schon, das drückt sich ja leider auch dadurch auf. Also sehr stabil verschlossen ist sie nicht, aber sie war natürlich eingeschweißt, sodass das jetzt nicht so dramatisch war. Ne? Gut, holen wir mal alles raus. Hoppala. So, hier ist mir gerade entgegengeflogen. Ja, ein bisschen Werbung für Warlord und für wie ich mit Resin umgehe. Dann haben wir eine Bauanleitung, die ist auf einem sehr stabilen und beschichteten Kärtchen und abgerundet auch schön. Und das sieht man vor allen Dingen deswegen, weil man dann nämlich auch hinten drauf dann die Regeln nochmal hat. Ohne Punkte, aber zumindest die Regeln, sodass ich im Spiel schön nochmal gucken kann, wenn ich mir nicht ganz so sicher bin, was kann das Vieh eigentlich und was können die Waffen von dem Vieh. Ne? Ganz cool, ich hoffe, das kommt in Zukunft ein bisschen öfter, weil bisher habe ich das noch nicht gesehen bei Gates of Antares. So, dann beginnen wir mal mit dieser großen Tüte hier. Oh, das ist alles sehr eng gepackt. Ja, ich denke, das ist eben klar. Das ist das Fresschen, Mäulchen. Dann haben wir noch zwei Teile. Ich vermute mal, das wird Unter- und Oberseite sein. Das ist Oberseite. Da sieht man schon den Herrn Boromiten, der da drauf sitzt. Und, oh, guck mal hier. Aus dem Popöchen krabbelt ein kleines Käferchen. Ist das nicht niedlich? Ja, gucke ich mir dann gleich genauer nochmal an. Dann haben wir eine Tüte mit Metall. Da haben wir, ja, das ist irgend so ein Ring wahrscheinlich für eine Waffe. Wir haben die Waffenoptionen und wir haben die anderen normalen Light Mac Support Guns. Ah ja, und hier ist der Helm, den ich so richtig beknackt optisch finde. Aber gut, wenn er euch gefällt, ist er cool. Ich mag den nicht so. Und eine weitere Tüte voll Resin. Haben wir hier einmal die Mac Cannon, also die Kanone, die schwere Ding, ja? Ist aus Resin. Und dann sechs Beine. Mal gucken. Ja, wir haben eine Beschriftung drauf. Ich vermute mal links Front, das heißt, man sieht es gleich nicht, aber es ist eingeritzt. Ne? Es ist in jedes Bein eingeritzt, wo das dazugehört. Okay, ich werde das Ganze jetzt ein bisschen entkarten noch und mal schauen, wie gut das zusammenpasst und dann sehen wir uns gleich. Thank you.
Betsy ist fertig. Wenn man sich nicht ganz so wie in die Neandertaler anstellt, also wie ich, oder zwei linke Pfoten hat, dann geht das auch recht gut. Wenn man dazu noch den besseren Kleber verwendet, dann funktioniert es noch besser. Ja, hatte kaum Guss gerade dran, also hier so ein paar Schnipselchen, die man alles mit der Zange entfernen konnte. Das war alles ganz harmlos und man muss nicht viel feilen, das ist bei Resin ja auch immer ganz nett. Es sind nicht viele Teile, das finde ich auch ganz cool. Und es passt alles wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die Waffe habe ich hier festgeklebt schon, hier oben die nicht. Da weiß ich noch nicht, werde ich wahrscheinlich magnetisieren, um die mal austauschen zu können. Wobei ich auch da wieder sagen muss, Warlord-typisch, ne? Ich warte auf den Tag, wo sie es mal schaffen, eine Box mit ohne Fehler zu verpacken. Ich habe zweimal die Heavy Mag dran drin. Das soll mich aber prinzipiell nicht stören, weil wenn ich jetzt mir mein Modul von dem leichten Mag-Support nehme, dann kann ich natürlich die schwere Waffe da drauf packen und habe gleich noch einen schweren Support. Von der Sache gibt es Schlimmeres. Zumal ich die Option, die fehlt, wahrscheinlich eh nicht benutzen werde. Ne? Ja, was ist generell sagen, es ist ein super detailliertes Modell, es hat viele Spielereien und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Boromiten spielt oder einfach auf große Monster steht, holt es euch auf alle Fälle, ne? Ja, dann schauen wir mal weiter, was ich noch so bekommen habe. So, machen wir weiter. Als nächstes stehen an Bohrer-Drohnen. Finde ich persönlich eine ziemlich coole Aufwertung für einige Einheiten. Wobei Warlord sich das immer gut bezahlen lässt. Also wir haben hier jetzt drei Drohnen drinne für, ich glaube, laut Warlord-Laden sind es 8 Pfund. Also das ist schon echt Porno teuer, finde ich. Na gut, drei Bases kennen wir, drei Flugbases. Da finde ich immer ganz cool, wir haben da auch unterschiedliche Größen dabei, also dass das nicht alles so einheitlich ist. Und ja, die sind sehr detailliert. Da sieht man das so ein bisschen. Ja, das blendet natürlich leider, tut mir leid. Was mir sofort auffällt ist, die haben kein Loch. Die haben hier sowas, was so wie ein Ansatz, wie ein Loch sein könnte. Bedeutet, das darf man sich dann selber reinbohren. Und ja, sorry, also ich finde drei Drohnen für den Preis, das geht sowieso schon eigentlich nicht. Aber drei Drohnen, wo ich mir noch selber ein Loch reinbohren muss, also Leute, das könnt ihr eigentlich besser und das sollte auch besser sein. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich, dass es die endlich gibt. Ich hoffe, dass Warlord es in Zukunft hinbekommt, einfach mal alle Drohnen zur Verfügung zu stellen oder irgendwie so einen Pack, damit man einfach seine Armee da komplett ausrüsten kann, wie man das auch möchte. Ja, so viel zu den Drohnen. Und jetzt machen wir gerade ohne großen Schnitt weiter mit dem nächsten. Wir haben hier noch den Steinvater. Na komm her. Oh. Ist ein relativ voller Plister. Ja, der Steinvater selber ist ein Einteiler. Ich persönlich finde ja, dass er ganz niedliche Beinchen für den Rest seines Körpers besitzt. Und ich muss auch sagen, die eingefahrene Peitschen finde ich einfach immer eiermäßig. Da fand ich die ausgefahrene von dem Treiber ziemlich cool. Aber da habe ich in der Community auch schon gehört, da gibt es eben getrennte Meinung. Was ich jetzt so spontan sagen würde, ist, dass er sehr groß wirkt. Aber gucken wir mal ganz kurz weiter. Wir haben noch zwei Wachen dazu. Die sind auch nicht gerade klein. Denen fehlen noch Köpfe. Die liegen noch bei. Sind zwei Köpfe dabei. Also man hat jetzt auch keine Auswahl da. Und es sind noch zwei Drohnen, die aus zwei Teilen stehen. Das sind Schilddrohnen. Die hat man bisher auch noch nicht vom Boromiten gehabt. Also auch da wieder mal was Neues. Aber auch hier, wenn ich Schilddrohnen haben will, muss ich jetzt, weil der könnte jetzt auch zwei mehr haben, aber die kriege ich wieder nicht einzeln. Also nicht so ganz konsequent durchdacht das Ganze. Ja, und wenn wir jetzt hier mal gucken, der ist auch einiges größer. Auch die Bodyguards von ihnen sind einiges größer. Also das ist schon ein großer Boromit. Aber gut, es ist ein Steinfarbe, es ist ein alter Mann oder ein alter Typ, der hat wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Kruste angesammelt und er wird nicht ohne Grund der Boss sein. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, schauen wir ganz kurz mal nochmal uns alles zusammen an und ja. Hier haben wir jetzt nochmal alles gebündelt zusammen. Ja, die Drohne hätte ich euch auch gerne zusammengebaut, ich habe aber keinen Bohrer dabei, dementsprechend bleibt das leider ein Metallhaufen da. Wir sehen jetzt auch nochmal von vorne ein bisschen die Größenverhältnisse zur Betsy, ne? Wie gesagt, und die sind ja schon größere Boromiten, muss man dazu sagen. Ja, vom Preis her, also
die, glaube ich, 8 Pfund. Ultra frech. Sorry, kann ich einfach nicht anders sagen. Die sind für 12 Pfund ganz okay. Das sind eigentlich für 3 Figuren. Das ist nett. Die Figuren sind nicht hundertprozentig mein Geschmack, muss ich sagen. Gerade der Steinvater überzeugt mich da noch nicht so ganz. Aber vielleicht ist mit meinem Alten ein bisschen anders. Aber zum Spielen her ist er natürlich auch ganz interessant, weil er ein paar neue Ideen auch reinbringt in die Armee. Ne? Und jetzt haben wir sie ja mit, ich glaube, 75 Pfund ist sie bei Warlord ausgeschrieben. Das ist ein stolzer Preis natürlich, aber man muss eben sagen, es ist auch eine wirklich große Figur. Und wenn wir es jetzt mal vielleicht so bei War Machine Hordes mit den Colossals vergleichen oder mit einer ähnlich großen Figur bei Games Workshop, dann ist es eigentlich auch wieder ganz okay. Also dann kann man damit leben. Ich fand es eben super, es war alles passgenau, es hat alles, es ging recht schnell zusammenzubauen. Es waren noch nicht so unendlich viele Teile, was ich immer ganz gerne mag, weil ich bin einfach nicht so der Bastler. Und ich freue mich dann lieber, um sie schneller sie einsetzen zu können. Was leider bei Betsy noch gefehlt hat, war ein Base. Da hätte ich mich vielleicht gefreut, aber es ist, muss eben auch ein sehr großes Base sein. Ich habe mal gemessen, also so ein 160 mm wird es wahrscheinlich werden müssen. Ich probiere mal aus, ob das klappt. Und ja, dann könnt ihr es vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal im Video meine Boromiten euch vorstelle, euch dann anschauen, was da draus geworden ist. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Ähnliches habt oder Sachen einfach anders seht, wisst ihr ja, unten in den Kommentaren könnt ihr mir da gerne Sachen schreiben. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie unfähig ich beim Basteln bin oder geheime Tipps geben, wie man zum Beispiel sowas wie ein Aktivatorspray mal verwenden könnte oder sowas. Aber man muss auch sagen, zur Verteidigung, ich hatte leider nicht sehr, sehr viel auf der Messe mit. Das war leider ein bisschen spontan gekommen, das Paket. Ja, ansonsten, falls ihr die Glocke nicht gedrückt habt, drückt sie natürlich, denn dann sehen wir uns regelmäßiger. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.